Felix? Ja? Du hast das vergessen. Ja, Leute, guten Abend. Es ist jetzt 22.15 Uhr. Das heißt, in circa 5 Stunden stehen wir schon wieder auf, um nach Düsseldorf zu fahren. Und wir haben natürlich noch gar nichts vorbereitet. Also nicht gepackt oder sowas. Das heißt. Doch, ich schon. Ja, er schon. Aber Felix nicht. So, Felix, wenn du mich jetzt entschuldigst, ich habe hier noch was zu tun. Natürlich, natürlich. Ja. Ihr habt's gehört, Jakob möchte nicht mehr mit euch reden. Gut, wir melden uns. Wir melden uns zurück, wenn wir aufstehen. Ja, schönen guten Morgen. Es ist jetzt 3.15 Uhr. Und wir müssen jetzt aufstehen. Jakob, steh auf. Ich. Geh duschen. Ja. Tja, wir sitzen im Auto, das ist doch schon mal nicht schlecht, ne? Ich kann euch auch sogar sagen, wie spät es ist. Felix, wie spät ist? Wie spät ist es? 3.50 Uhr müsste es sein. Irgendwie so 10 Minuten vor. Ah, aber jetzt 10 Minuten vor, ihr habt's gehört. Ah. Endlich. Es wird ja auch langsam mal Zeit, damit ich wieder richtig sehen kann. Sehr gut. So, es ist 5 Uhr morgens und Felix kommt trotzdem seinen Aufgaben als Fahrer sehr gut nach. Ja? Putzt fleißig, tankt fleißig, macht alles, dass es mir gut geht. Ja? Also, ich finde das richtig toll, aber mich würde natürlich eure Meinung interessieren. Schreibt's in die Kommentare. Lass es bleiben, bloß. Ja, Verpflegung gibt's auch. Alles super. Halt das alles. Oh, Alter. Ja, jetzt habe ich ganz viel Zeug auf der Hose. So, ja. Oh. Ich weiß nicht, ob man das schon erkennen kann, aber so ganz langsam wird es endlich mal hell. Es ist einfach gerade mal 7 Uhr und wir stehen. Also nicht wir stehen im Stau, sondern wir stehen einfach. Zwar im Stau, aber wir stehen. Aber jetzt sollen wir uns beschweren, ne? Wetter stimmt. Super. Falls ihr gerade was Besseres zu tun habt als wir, dann dürft ihr euch jetzt darüber gerne freuen. So, mittlerweile ist es. Ja, hell, würde ich mal sagen. Also so halbwegs jedenfalls. Leider bewegt sich gerade wieder mal auf unserem Fahrstreifen gar nichts. Tja, wenn es eben über die ach so tolle Autobahn nicht klappt, dann muss man es über die Bundesstraße versuchen. Allerdings sieht es ja auch nicht so viel besser aus. Hey, es ist wieder frei. Okay, wir sind jetzt auch total weit weg auf irgendeiner Landstraße. Aber zumindest können wir fahren, das ist doch schon mal ein Fortschritt. So, ja, wir fahren das jetzt alles ganz großräumig. Hoffen, dass wir dann irgendwann irgendwie mal wieder auf die Autobahn kommen. Guckt mal, wie schön das hier ist. Ui. Ui. Das ist richtig toll. Oh, ein Wald kommt jetzt. Schöne Sache. Voll toll. 10.000 Kilometer nordöstlich des Nordpolarkreises können wir endlich wieder auf die Autobahn fahren. Ui. Wir haben jetzt 2,5 Stunden Verzug sozusagen. Hoffe, dass sich die beiden nicht allzu sehr ärgern mit
den Brötchen warten und der Käse schon kalt ist, ja, und der Kaffee schon zu sehr aufgeschäumt, ja, und dass wir demnach dann vielleicht doch gleich mit dem Mittagessen anfangen. Ja. Ja. So, okay. Nein, kleinen Hochzug mit Rahmen. Die letzten 20 Minuten fahren! Ja, so sieht dann wohl Düsseldorf aus, ne? Leute. Ja. Ja. In Düsseldorf regnet, das könnt ihr euch schon mal merken. Wir sind jetzt gleich da. 500 Meter noch. Ja, wir sind da. Okay, doch nicht da. War die falsche Adresse. Jetzt müssen wir nochmal losdüsen. Wir haben uns vertan, es ist gar nicht in Düsseldorf, sondern in Braunschweig. Ja, ja. Nein, Spaß. Wir müssen nur ein paar Straßen weiter. So, Leutchens. Jetzt sind wir. Jetzt sind wir kurz vorm Abflug. Ja, wir haben es nämlich schon gar nicht mehr so früh. Oh Gott, wen haben wir denn da? Und ja, war eine geile Zeit auf jeden Fall. Definitiv. Jetzt müssen wir uns auf den Heimweg machen. Wir haben leider nichts gefilmt, wenn ihr euch jetzt wundert, dass. Ach so, ja, genau. Okay, was, oh, was tut er? Okay. Oh Gott. Dun, dun, dun. Blow me out! Hast du dich verraten, wer ich bin? Ah, Mann! Scheiße, Alter. Okay, weißt du? Okay. Ey, ich glaub, okay, der will uns verprügeln! Das war mein Fehler. Jakob, der will uns verprügeln! Okay. Weg hier! Weg hier!